Huch, du kommst ja an. Da, Fred, verteidig mich. Ich häng fest an den elendigen Türen. So, du bist jetzt das Feindliche, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja Ich bin schwierig, Osmana. euch jetzt zu unterscheiden. Fred, lebst du noch? Aber du tust KHP regenerieren, du. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da blubbert's raus aus der Truhe. Was ist das? Ist das was Psa Rezeptur? Ein Schrank? Ey, Fred, du bist mir total sympathisch. Ich find's schön, dass wir Freunde geworden sind. Ne? Kann ich dir irgendwas geben? Gar nichts. Ich will dir ja noch was Gutes tun, du hältst ja dann gar nicht lang. Und nochmal Ja, von ja. vorne. Wer sagt's denn? So ein Skelett scheint mir schon jetzt eine gute Sache zu sein. Das. Da brauche ich immer die Rune dazu. Damit ich das dauerhaft erstellen kann. Guck mal da raus. Okay. Aha. F8 und weiter geht's. Da gehen wir mal entlang. Muss ich jetzt da runter? Na klar. Okay. Okay. Also Bergstein. Puh, hab ich's auch nicht so, ne? Kann ich mich nicht rückwärts runterfallen lassen oder so? Auch nicht. Ja, bleib stehen, du. Ist nicht gleich 25 Dinger mitnehmen. Da hängt der Schnur. Achso, das ist nur sowas. Was ist das? Kann ich da runter oder was? Fred, wo bist denn du? Da oben. Na komm halt mal mit. Oder hätte ich da hochgemusst? Da oben ist doch auch nichts. Also ich geh mal da weiter runter, Fred. Wenn du da oben bleiben musst, dann bleibst du da oben. Au! Lauter Zeug zu finden. Kommt da jetzt wieder gleich so ein Seeungetüm und schleift mich davon? Bin ich denn da? Lauter Heringe an Land. Ich mache ja Fisch so gern. Nicht genug Mana. Also bis zu dem Zeitpunkt war es ja fast professionell. Eigentlich immer noch. Da kann ich nur wieder wild auf meiner Maus rumhämmern, damit er einfach alles aufhebt, was da rumliegt. Das ist ja nett. Das ist ja eine schöne Insel. Also dann, Rotwurm. Auf geht's, kämpfen wir ein wenig. Hast verloren. Seegeier. Ich hab nicht mehr genug Mana. Da sind ja wieder ein paar mehr. Ah, so macht man das. Ich glaube, ich nehme mal einen Heiltrank wieder mal zwischendurch. Drei kleine Mana-Tränke. Da kann ich ja mal wieder auf Shoppingtour gehen. Ich habe ja schon wieder Gold. Geht's ja schon wieder. Schon wieder was eingesammelt. Bin ja schon mal wieder im Level gestiegen.
Ich bin auch schon mal wieder im Level gestiegen, da kann ich mir ja sogar wieder Landpunkte ausgeben. Und ich habe mir überlegt, ich baller das jetzt erst einmal nicht ins Mana, sondern in den Schaden. Huch! Ach, Fred, du bist's! Ja, und mit voller HP, Fred! Das ist ja toll! Ja, wie unfähig! Da vorne ist der Schiffler! Ja, vielleicht konnte ich das mitnehmen. Ende. Da am Boden. Schaut euch das doch mal an. Was ist denn das? Naja. Also, ich will mit dem Schiff davon fahren. Bin ich mal runter von der Insel. Oh, ein Trank. Halt, da ist auch was. Das hat mein geschultes Rollenspiel auch sofort erkannt. Gewürzbeutel. Goldbeutel. Warte mal, Goldbeutel, das muss ich doch wieder öffnen, oder? Goldbeutel. Und da habe ich wieder Bällen. Glücksspiel. Hier gibt's nichts. Dreimal verloren. Naja, war ja klar. Wie wir jetzt wissen, können wir die Nautilus-Schale benutzen für irgendeinen Mist. Brauche ich den natürlich auch. Ach Gott. Und nochmal von ja. Vorne. Ach, ja, ja. Mal. Der Dietrich ist ja, gebrochen. Ja. Und nochmal von ja, vorne. Ja, genau. Wer sagt's denn? Maximales Mana plus 10. Speckspitze. Gold wert 1000! Jo, was ist denn das? Das ist doch wieder was ganz was Besonderes. Das ist aber wieder so eine Quest. Aha, da wäre ich sowieso irgendwann einmal noch hingekommen. Na, da freue ich mich ja, dass ich es jetzt schon gefunden habe. Wie ich mich konzentrieren muss, dass ich so ein kleines Nautilus-Ding treffe, ne? Also, dann gehen wir mal wieder zurück. Wo sind wir überhaupt? Ach, da sind wir. Das ist ja total weit weg. Da muss ich jetzt richtig weit laufen. Der schönsten Mittagssonne. Wo ist denn da? Was ist denn das? Gehen wir erst einmal da noch. Halt, da ist was. Schwarze Wölfe. Oh Gott, die sind fei. Die sind nicht ohne da. Komm her. Die lassen sich irgendwie nicht zurückstoßen. Mach du das einmal, Fred. Das ist gut so, Fred. Zeig einmal da, was du kannst. Fred. Habe ich doch wieder Alarms machen müssen. Naja. Kann ja jetzt sagen, was man will. Du hast ja jetzt da die Aufmerksamkeit erst einmal auf dich gezogen gehabt. Mal von ja, sag mal. Ja, klar. Jawohl. Das nächste, was ich machen darf, ist auch mal Dietriche kaufen. Schleichen plus 1, aha. Da hätte ich was für alles da so Ringe kaufen können, anstatt mir da Punkte reinzuhauen. War das alles unnütz? Das merke ich schon. Aber andererseits, jetzt überlege ich mir gerade, wenn ich das hochpumpe, ne, dann schießt der wieder schneller, dann verballere ich das Mana ja noch schneller. Das jetzt so von Vorteil ist, weiß man natürlich auch nicht. Na, also komm, der letzte hätte jetzt auch sitzen dürfen. Lasst mir halt einmal auch mal wie ein professionellen Spieler ausschauen und nicht immer wie so ein Trottel. Der krampfhaft versucht irgendwas zu treffen. Und ich glaube, ich haue mal der Let's Play von irgendeinem Ego-Shooter auf, damit ihr mal seht, dass ich ja tatsächlich was treffen kann. Ja. Also ich konnte schon. Konnte sogar richtig gut. Also ich bin schon öfter, also Enemy Territory. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Aber das habe ich immer ein wenig gespielt. Und da bin ich des Öfteren von so einem Server geflogen. Ich hätte cheaten. Und ich habe natürlich nicht cheated. Ah, da, Bett. Da schlafen wir mal eine Runde.
zum nächsten Morgen. Naja, also was ich damit sagen wollte, ich da Treffergenauigkeiten wie ein junger Gott, ja. Aber jetzt da irgendwie halt nicht, ne? Ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich. Schon wieder so eine Burg, hä? Oh Gott, Fred, geh hin! Mach was! Ja, jetzt Fred. Das ist voll toll, wenn so ein Fred. Ich brauch den Fred. Jetzt. Da was. Hallo? Fred, schaffst du den? Nicht genug Mana. Ja. Huch! Panzergrille. Fred, geht's dir gut? Schau, oder? Ja, schon wieder so ein Vasallenring. Jetzt habe ich schon 4 von 6. Das ist ja. Da bin ich ja bald fertig mit denen. Lass mich raten, wieder das verschlossen. Das ist zu schwierig für mich. Ja, oder so. Jetzt habe ich ja kleine Mana-Tränke mehr. Mmh. Das ist jetzt bitte. Das ist jetzt total bitte. Also Fred, wir müssen da jetzt einmal ran. Da haben wir da dein Bestes geben. Ja, das machst du gut. Das machst du aber nicht gut genug. Fred, helf mir doch mal. Komm. Gut. Schön hast du gemacht. Muss ich dich loben, Fred? Bist der ganze Liebe. War das jetzt irgendein Geheimweg da? Oder. Das ist ja schon wieder so eine Panzergrille. Müssen wir auch noch, Fred? Musst schon wieder ran. Also, auf geht's. Zack, hin. Ja, nicht vor mich davor laufen. Wo soll ich denn da schießen? Kann man dich durch die Gegend schießen? Ja, tatsächlich. Haha. Also, tun wir da noch ein Gold schürfen. Ah, ein Edelstein. Oh, ein Edelstein. Warte mal, da bin ich hoch, ne? Also egal. Ich nehme mal das da noch mit. Wenn ich das da schon sehe. Und dann bin ich da. Warte mal, bin ich da jetzt nicht vorher irgendwo in einem Gebüsch abgebogen und da hätte ich gar nicht hin braucht, gesollt, gemüsst? Bin ich jetzt nicht irgendwie total lustig gelaufen? Ah nein, ich war vorher da drüben und dann bin ich. Ja, ja, genau, jetzt, Fred. Hast du mir ja gleich mal sagen können. Also Pflanzen sammeln, das macht auch Spaß in dem Spiel. Wir können da einfach mal so ein Add-on rausbringen, wo man nur Pflanzen sammeln muss. Wo man dann so eine Wiese vor sich hat und dann sammelt man halt einmal. Was ist denn das da? Da will ich rein. Ja, da ist ja nichts dahinter, oder? Doch, da geht's weiter. Komm, ich pack mich da durch. Das ist übrigens witzig, weil mein Online-Nick in Idee, der heißt Bug. Da bin ich der kleine Bug. Total witzig. Ja, das ist ja ein Baumhaus. Na, das hat jetzt so ausgeschaut. Ne? Ersten Moment. Ja, hallo, da sind ja schon wieder Skelette. Fred, Arbeit ruft. Ja, jetzt gehst du jetzt da. Dein Part ist jetzt auch gesagt. Das ist auch schön, dass die ganz brav warten.
Und erst einmal Fred angreifen. Ja, jetzt, du sitzt aber nicht immer nicht vor. Mehr genug Mana. Kann man da durchschießen? Ich meine, so ein Skelett ist natürlich mir schon klar, aber. Ja, also komm. Fred, du bist der Skelettkriecher. Also, was mir da alles einsammeln. Da, wenn ich nicht reich bin, in ein paar Minuten. Rechts oder links? Nehmen wir mal rechts. Ja, das war klar. Hätte ich links nehmen müssen. Und jetzt nehme ich wieder rechts. Und wieder links. Geschafft. Und wieder rechts. Und nur zwei Titel hier für so eine kleine Truhe. Mhm. Ja, ich darf mich nicht beschweren. Ich darf mich ja echt nicht beschweren. Ja, komm, Fred, lass mich halt. So, Kräuter sammeln. Hallo, Nautilus. Zack. Und da, Rottwurm. Fred, musst was tun. Da kommt noch einer. Danke, warst wie immer große Hilfe. Aber ich bin ja auch für jede moralische Unterstützung dankbar. Da ist doch bestimmt ein Geheimnis da hinten. Da tun wir mal 11.8 machen, das schaut doch schon.